Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Black Mesa Source. Wir haben uns gerade eben in der letzten Folge, gestern war es, hier unseren Special Mega Super Ultra Suit organisiert und werden natürlich hier überall schön versuchen, alle Sachen irgendwie anzugrabbeln. Ich habe ja gerade, um halt möglichst aktuell zu sein. Na Digga, dir geht's noch gut? Ja, alles? Just a minute. Ah, just a minute. Alles noch ganz im Lot. Habt ihr mir natürlich gleich schon... I remember my days in the hazardous environment suit. Ja, du hast dich an deine Tage erinnert. Jedenfalls hat er mir in die Kommentare geschrieben, ich hätte ein Easter Egg verpasst. Man könne wohl in der Küche die Mikrowelle eines Kumpels hier anmachen. Machen wir es einfach mal. Can you access the mail server? Good heavens! What the hell? Ah, okay, das passiert also. Jedenfalls werden wir natürlich nicht alle Achievements freischalten, weil... Nee, kann ich nicht. Jedenfalls werden wir natürlich nicht alle Errungenschaften schaffen, weil wir... Oh, guck mal, ein Rechtschreibfehler da unten. Ich hoffe, die Dinge normalisieren sich wieder nach diesem Experiment, denn ich weiß natürlich selber nicht, Why do we all have to wear these ridiculous ties? Okay, weil ich weiß natürlich selber nicht alle Achievements und ich werde jetzt auch nicht immer die Möglichkeit haben, eine Folge aufzunehmen und sie dann hochzuladen. Ich muss natürlich ein bisschen mein Zeitmanagement überdenken. Jedenfalls haben wir jetzt unseren Anzug an und können endlich loslegen und hier Area 3 Checkpoint sozusagen durchschreiten. So, mal schauen. Bisher sieht ja hier alles noch ganz normal aus. Bis auf die Tatsache, dass hier natürlich ultra, mega, super, duper Hightech überall ist. Aber hey, was stört, ne? Ich meine, ah, sieht so ein bisschen aus wie bei meinem Versuchsstand in der Masterarbeit, dieses Rack da hinten. Ja, eine schöne Anspielung darauf, dass natürlich jegliche statistischen Daten und experimentierte Daten natürlich immer sofort gefälscht sind. This is going to have to wait, Gordon. Working as a team. Alles klar, und das ist übrigens der Vorgänger vom iPad, das kennt ihr vielleicht gar nicht mehr, nennt sich Klemmbrett, da kann man wichtige Dinge raufpacken, ja, und kann dann damit, ja, seine Zeit verbringen. So, was ist das hier? Wir drücken mal ruf, und jetzt geht es schon abwärts, immer tiefer rein in diesen Riesenberg hier in Neumexiko, bei der Black Mesa Corporation, und ich trinke erstmal einen leckeren Schluck Kaffee. So, und lade natürlich meine Daten, ist klar, weil die muss man immer laden. Wenn sie nicht geladen sind, dann sind sie nicht im Arbeitsspeicher. Wenn sie nicht im Arbeitsspeicher sind, sind sie nicht auf dem Bildschirm. Wenn sie nicht auf dem Bildschirm sind, sind sie nicht bei uns. Und dann wäre er richtig ungehalten. So richtig ungehalten. Allerdings, muss ich sagen, beim Angucken, ich habe mir die Folge ja angeguckt, die ich jetzt aufgenommen hatte, um sie gleich, kann man darauf drücken? Okay. Gucken wir mal, was hier unten ist. Wenn man kann, dann sollte man auf jeden Fall mal... Wer weiß, ob hier irgendwo sonst noch irgendein Bonus ist oder irgendein Achievement auf uns wartet. Jedenfalls habe ich natürlich die Folge angeguckt und muss sagen, ich fand es jetzt nicht so störend, dass wir... Na, also, ich fand es nicht so störend, dass wir die Ladebildschirme kurz hatten, dass der Ladedatenstand ist mir zumindest nicht so aufgefallen. Alles klar, Jungs, bei euch ist alles in Ordnung hier? Gordon, I'm in the middle of something here. Ja, mitten bei der Arbeit, so wie wir auch. Und hier? Besser nicht scheinbar. Schade. Aber es summt schon schön, da hört ihr das? Da fließt Strom, ein ungeheim gesundes 50 Hertz Netzbrunnen. Brummen. Aber irgendwie sieht der Blitz falsch rum aus, ne? Bilde ich mir das nur ein? Ne, er sieht falsch rum aus. Wayne, was macht ihr denn hier so? Hold on for one moment. Dieses Geräusch ist auch episch, oder? Kennt man noch aus Counter-Strike. Na, was machst du hier? Schreibst du einen Brief oder was? Das sieht doch aus wie Outlook. Das sieht aus wie Outlook und Windows 98, mein Lieblings-Windows. Ich habe mein Windows 7 ja so eingestellt, dass es genauso aussieht wie das Windows hier bei dem Herren. Piep. Na dann, schauen wir mal. Control Room, Test Lab Access, Plasma Cells und Ionization Chambers. Ich weiß nicht, ob wir was ionisieren werden. Den können wir uns leider nicht mitnehmen, den Koffer. Auf jeden Fall sieht das schon ziemlich geil aus.
Aha. Double check the Brewster's plate's angles and make sure the superluminescent diodes are protected from optical feedback. Superluminescent SLEDs sind also Super LEDs. The acousto-optic modulators are on the fritz again. I assure you, we've compensated for any contingency. Alles klar, hier sind also einige sehr, 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 sehr schlaue Burschen am Werk, das merkt man mittlerweile. Und vor allem sieht man hier auch die Laser, also hier ist wirklich Hightech überall verbaut. Mhm. Na dann, was haben wir hier? Den Control Room, Test Lab Access. Hier sind einige Zahlen auf den Dingern, nach wie vor die geilen Drehspulinstrumente. Mal gucken, ob wir hier irgendwie draus schlau werden. Delsys ist wahrscheinlich die Firma. Ja, sicher sind wir ready für einen Rousing Day. Dürfen wir hier andrücken? Ja, kann warten, alles klar. Und, ah, guck mal hier, so ein Hydro-Bullen. Damit kann man schwere Sachen heben. Das ist ja cool, können wir damit fahren? Kann ich an deinem Knüppel rumspielen? Ich werde an deinem Knüppel rumspielen. Möchtest du an unserem Knüppel rumspielen? Tja. Could be much, much worse. Und werden wohl auch. Das Ding kann man leider nicht fahren. Schade eigentlich. Was haben wir hier? Coolant. Wahrscheinlich eine Kühlflüssigkeit. Aha. Faszinierend. Und was? Wollte uns nicht sagen. Alles klar, dann gehen wir einfach mal weiter und schauen, wo uns der Weg so hinführt. Oha. Guck mal, man kann hier raufgehen. Komisch. Hier dran dürfen wir nicht drehen. Die Dinger könnten wir umwerfen. Hopsen. Ah, lassen wir es mal lieber stehen. Und hüpfen uns jetzt unseren Weg durch den Black Mesa-Komplex Richtung Feueralarm? Nee, sondern Richtung Control Room. Hm? Ah, Gordon. Ja. There you are. Das sind wir. To finally join us, Doctor. Jo. We've just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we needed the extra resolution. Okay. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon. In the test chamber. Right. Come on then, I'll walk you down. Habt ihr auch daran gedacht, die anisotropischen Relaxationsfaktoren in die quantenphysikalische Materienberechnung einzubeziehen? Weil letztens ist es doch passiert, dass die Super-LEDs in resonante Optokopplung gegangen sind und aus Versehen die anormale Materie... Ach, scheiß drauf, ich nehme die Kaffeetasse mit. Pam! So, na gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir werden hier auch nicht allzu lange so viel Blödsinn machen wie jetzt, weil das Spiel wird relativ schnell ernst. Und ehrlich gesagt, ist es mir jetzt auch ein bisschen zu schade um die schöne Tasse. Wir nehmen die jetzt mit, so. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja irgendwo noch Gebrauch dafür. Greetings, Eli. Morning, Izzy. I trust this morning finds you well. Gordon, good morning. I'm glad you're here. These last minute changes, they're a bit strange to just... Oh, it's about to go critical. Das sieht nicht gut aus, ehrlich gesagt. Da würde ich nicht ranpacken, das sind überall hoch, Stromblitze. It was never meant to do this in the first place. Oh. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Mhm. Tja, ich sehe schon, ihr bräuchtet eigentlich wahrscheinlich eher das Book of Eli, um hier alles wieder in Ordnung zu bringen. Allerdings trauen sich hier einige wohl eine ganze Menge zu, obwohl das Equipment die ganze Zeit hier kaputt geht. Mal gucken, ob wir das erkennen. Ein Messrechner wahrscheinlich. Aha. Irgendjemand schaut auf jeden Fall. This could take a bit longer than I anticipated. Mit positivem Optimismus in die Zukunft. Kommen wir hier durch? Nee. Können wir da runter? Vielleicht. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Go on, Gordon. We'll take it from here. Okay. Dann suche ich einfach mal den weiteren Weg. Hier vielleicht mal raufdrücken. Ah, da kommt Le Fahrstuhl. Den man hier eigentlich Aufzug nennen muss. Ne? Wissen ja die meisten gar nicht. Wenn man
bei einem Aufzugsbauer arbeitet. Ich habe da mein Praktikum gemacht. Und man sagt Fahrstuhl, dann sagen die dir Fahrstühle. Das sind die Dinger, in denen die Leute sitzen, die nicht laufen können. Das sind Fahrstühle. Wir bauen Aufzüge. Ehrlich gesagt sieht hier alles so aus, als wäre gar keins der Messinstrumente irgendwie off the charts, ne? Guck mal hier, alles im gelben, grünen, da im dunkelgelben Bereich. Das läuft hier auch wunderbar lang hier am Oszilloskop. Also ich muss sagen, eigentlich sieht hier alles ganz gut aus. Aber gut, wir wollen uns davon mal nicht irgendwie beirren lassen. Die werden schon besser wissen, was los ist. How so? I've got 2 PhDs and an Ørsted Medal. Yet I find myself doing work best suited for an intern. Please, you do very meaningful work here. Really? Push that button. Walk over here. Push this one. Stand and stare at the screen. Walk back over there. Push another button. Again. Come now, you're overreacting. I don't know how much longer I can abide these perfunctory tasks. I need more time for myself. Ha! Don't kid yourself. You wouldn't know what to do with free time if you even had any. That tears it. I'm going to check with the office upstairs and see how many vacation days I've accrued over the past 25 years. It's high time I took a break from all this. Certainly. But before you do, activate the electron multiplier and report the reading from the microchannel plates. Alles klar, der Mann ist also nicht zufrieden, hat einen doppelten Doktor in Physik und ist da super stolz drauf. Na und, Alter? Ich war mal Platz 200 bei Command & Conquer Tiberian Sun. Ja, bei der Ladder. I'm not at all sure. Darauf kann man stolz sein. Und du, warum sitzt du so komisch hier? Please, leave me alone until after the experiment. Ja, ja, wir lassen dich in Ruhe bis zum Ende des Experiments. You'll just have to wait until after the test. Okay, alles klar. Was hast du uns zu erzählen? You'll just have to wait until after the test. Es wird schon richtig komisch. Die haben exakt die gleiche Stimme, die beiden. Strange, strange, strange. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? Ja, allerdings. Wahrscheinlich sind die Zuschauer auch schon alle so sauer, dass ich hier alle Leute anquatsche. Aber wir sind bald da, keine Sorgen. Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. Sehr lieb von dir, dankeschön. Und haben wir sonst noch irgendetwas, was wir hier irgendwie... No time for cold feet, Chief. Step right up. Alles klar, wir gehen rein. Oh, here he is. Ja, das sind wir. Deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. Oh, oh, oh. And potentially the most unstable. No, no. As long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Warum habt ihr eigentlich die gleiche Krawatte an? Let's let him in now. Oh, 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 die Testchamber, da passiert's. Eieieiei. Sollen wir da jetzt wirklich rein? You're just postponing the inevitable. Just go on and get it over with. Genau das gleiche denkt ihr euch wahrscheinlich auch gerade. The higher ups will have our heads if we delay this experiment any longer. Alles klar. Na dann, ihr Lieben, sind wir jetzt endlich angekommen in der Test Chamber. Das war eine ziemliche Quatschefolge, aber in der nächsten Folge geht die Scheiße. Waiting for something, Gordon? Ja, ich warte darauf, dass man ab. He's just savoring the moment. Nein, ich. One day he'll look back to this as the beginning of his illustrious career. Ja, schön wäre es, wenn das Let's Play so gut ankommen würde. Allerdings möchte ich mich gerade nur verabschieden. Ich hab kein Ja, ich mache das schon über ein Jahr, aber ich meine, Verabschiedung ist ja wohl eine höfliche Sache, ihr beiden. Also, nochmal. Oh, jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Wir sind jetzt hier in der Testchamber. Ihr wisst natürlich alle, was passieren wird. Es geht hier alles richtig schief und gleich ist die Kacke am Dampf. In der nächsten Folge geht die Action los und wir haben unsere Crowbar endlich in der Hand. Aber bis dahin müsst ihr euch noch einen Tag gedulden. Ich sage, mein Name ist Bernhard und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.